Ein Zug aus Dublin bei der Einfahrt in den Bahnhof von Galway. Der Bahnhof verfügt über zwei Bahnsteiggleise, von denen sich eines teilweise in einer Halle befindet, während das andere außerhalb der Halle endet. Galway ist nicht nur von Dublin, sondern auch über Limerick mit dem Zug erreichbar. Im Gegensatz zu den Intercities aus Dublin genügt für die Verbindung nach Limerick jedoch ein deutlich kürzerer Triebzug. Nach der Ankunft wartet der Zug auf die Fahrgäste für die Rückfahrt nach Dublin. Außerhalb der Halle steht inzwischen auch der Zug in Richtung Limerick zur Abfahrt bereit. Während die meisten Strecken des Intercity-Netzes von Dublin ausgehen, gehört die Verbindung über Ennis nach Limerick zu den wenigen Querverbindungen, die andere Strecken miteinander verbinden. Der durchgehende Verkehr auf der Strecke wurde erst 2010 wieder aufgenommen. Zuvor wurde lediglich auf dem Abschnitt zwischen Limerick und Ennis ein Vorortverkehr angeboten. Von Galway führt die Fahrt nach Ennis. Abseits der Bahnstrecke geht es über den Shannon weiter in Richtung Tralee. Nördlich des Shannon führt ein großer Teil der Fahrt durch das County Clare. Trotz der Wiederaufnahme des durchgehenden Verkehrs gibt es nach wie vor Züge, die nur den Abschnitt zwischen Limerick und Ennis befahren. Ein solcher Zug steht hier gerade zur Abfahrt bereit in Ennis. Südwestlich von Ennis befindet sich das Museum der West Clare Railway, das sich über das Bahnhofsgelände von Moyasta Junction erstreckt. Die schmalspurige Strecke führte bis 1961 von Ennis nach Moyasta, wo sie sich gabelte und die Züge entweder nach Kilrush oder nach Kilkee weiterfuhren. Trotz der Umstellung von Dampf- auf Dieselbetrieb wurde die Strecke wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit stillgelegt. Zur Zeit des regulären Betriebs war die Strecke für ihre Unzuverlässigkeit bekannt. Darüber schrieb der Musiker Percy French nach einer Fahrt mit der West Clare Railway das Lied "Are You Right, Fair Michael", das die Bahn in keinem guten Licht erscheinen lässt. Die Bahngesellschaft verklagte French wegen Verleumdung. Es wird erzählt, dass die Anklage fallen gelassen wurde, nachdem er zu spät bei Gericht erschien, weil er mit dem Zug angereist war. Im kleinen Lokschuppen steht die betriebsfähige Dampflok Sleeve Callan. Die Lok gehört zum ursprünglichen Fuhrpark der Bahn und befindet sich seit 2009 wieder in Moyasta.
In der Nähe von Kilwash verbindet eine Fähre die beiden Ufer des Shannon, der hier bereits einen breiten Mündungstrichter bildet, der von den Gezeiten des Atlantiks beeinflusst wird. Bei der Überfahrt passiert die Fähre die Grenze zwischen dem County Clare und dem benachbarten County Kerry. In Listowel erwartet schon das nächste Eisenbahnmuseum seine Besucher. Das Museum erinnert an die Listowel and Ballybunion Railway, die zu den wenigen Einschienenbahnen gehört, die jemals planmäßig Fahrgäste transportierten. Das heutige Museum bietet kurze Fahrten mit einem Nachbau der Originalfahrzeuge an. Im Gegensatz zu diesen wird die Lok jedoch mit Diesel betrieben. Das Konzept der Bahn stammt von Charles Latique, weshalb sie auch als Latique Monorail bezeichnet wird. Die aufgeständerte Schiene in der Mitte bedingt eine Verteilung der Sitzplätze und des Gewichts auf beide Seiten. Die Sitzbänke sind parallel zur Fahrtrichtung angeordnet. Weichen bestehen aus einem gebogenen Gleissegment und ähneln einer Drehscheibe. Die etwa 1 Kilometer lange Strecke beginnt am Museumsgebäude und führt nach dem Passieren der Fahrzeughalle schnurgerade zum anderen Streckenende. Nach kurzer Zeit endet die Fahrt und die Fahrgäste können den Zug verlassen. Zwei kurze Bahnsteige ermöglichen den Ausstieg auf beiden Wagenseiten. Vor der Rückfahrt muss die Lok an das andere Ende des kurzen Zuges rangiert werden. People that have their cornflakes every morning. Porridge, cornflakes. Für die ursprüngliche Listowel and Ballybunion Railway kamen 3 Dampfloks zum Einsatz, weshalb der Nachbau die Nummer 4 erhielt. Die Ausführung der Weichen ermöglicht es, die Lok auch bei der Rückfahrt Schornstein voraus einzusetzen. Ran for 36 years. Nach der Eröffnung der 14 Kilometer langen Strecke nach Ballybunion im Jahr 1888 war die Bahn immerhin 36 Jahre lang in Betrieb. Sie brachte jedoch nie große Gewinne ein und wurde 1924 stillgelegt, nachdem sie im irischen Bürgerkrieg beschädigt worden war. Von Listowel geht die Fahrt weiter nach Tralee. Besonders bei diesem Wetter machen die ungenutzten Gleise der kleinen Museumsbahn zwischen Tralee und Blennerville einen trostlosen Eindruck. Sie gehören zur ehemaligen Tralee and Dingle Light Railway. Diese Schmalspurbahn führte einst von Tralee über die Dingle-Halbinsel bis in die namensgebende Stadt Dingle. Nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verkehr auf der Strecke eingestellt. 1993 entstand dann die kurze Museumsstrecke nach Blennerville, deren Betrieb aber ebenfalls der Vergangenheit angehört.
In Blennerville befindet sich eine Windmühle, die seit ihrer Restaurierung in den 80er Jahren besichtigt werden kann. Die Windmühle wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Auftrag von Sir Roland Blennerhassett gebaut. Nach diesem wurde auch der Ort benannt. Fortan diente die Mühle sowohl der lokalen Bevölkerung als auch dem Export von Getreide nach England. Mit der Industrialisierung verlor die Windmühle an Bedeutung und wurde zu einer Ruine. Der Verfall des historischen Gebäudes wurde erst durch die Restaurierung aufgehalten. Heute ist sie die einzige kommerziell betriebene Windmühle Irlands und zudem ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Besucherzentrum informiert vor Ort über die Geschichte der Anlage. Mit dem Auto führt die Fahrt über die Dingle-Halbinsel. Dingle gehört zu den touristischen Hauptanziehungspunkten im Südwesten Irlands. Die Halbinsel erstreckt sich weit in das Meer hinein und bildet an ihrem Ende den westlichsten Punkt des irischen Festlands. Die bergige Region ist vor allem für ihre zahlreichen kulturellen Denkmäler aus vor- und frühgeschichtlichen Zeiten sowie ihre landschaftliche Schönheit bekannt. Abseits der Berge wird die Landschaft vor allem von Wiesen und der oft rauen Küste geprägt. Am Dunmore Head, dem westlichsten Punkt der Halbinsel, unterbricht ein Sandstrand die felsige Küste. An Baden ist angesichts der starken Brandung jedoch nicht zu denken. Der Dingle-Halbinsel vorgelagert liegen die Blasket Islands. Sie bilden die letzten Landflächen vor dem offenen Atlantik. Die Luftlinie bis zur Küste des nordamerikanischen Festlands beträgt von hier aus etwa 3000 Kilometer.